So, dann mal schnell zurück. Ja. Dann mal langsam zurück. Klick. Schon besser. Gleich los oder haben wir noch irgendwas zu erledigen vorher? Unser Inventar ist übersichtlich. Das ist sehr ungewohnt. Ja, okay, einfach los. Segen. Auge. Fackellicht. Ja, und sie runzelt die Stirn, warum sie Fackellicht hier draußen sprechen muss. Aber es ist wenigstens schon mal da, wenn wir gleich reinkommen. Und du. Ja, Heldentum kann man noch warten. Und dann haben wir jetzt den Schlüssel richtig. Schatzkammerschlüssel. Ja, das klingt echt gut. Das heißt, wir gehen jetzt rein, bringen alles um, was noch da ist. Und dann plündern wir endlich die Schatzkammer, bekommen das Geläuteharmonie und können gleich wieder zurück nach Neusorpigal. Okay. Da kommen die ersten Geschosse. Oh, ganz schön viele. Problem ist nur, ich kann nicht ordentlich auf sie raufschießen. Doch, auf den da kann ich schießen. Auf die da hinten wahrscheinlich auch. Aber die rechts und links von uns nicht. Weil das Spiel halt in der Hinsicht ein bisschen doof ist. Aber das passt. Bringen wir erstmal den da um. Der flieht und jetzt kriegen wir ihn nicht mehr. Okay, einmal durchlaufen. Kaputt, 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 kaputt. Mist, verflucht. Aber Kirogon verflucht ist nicht so wirklich tragisch. So. Schon mal drei Zauberer weniger. Und wer hat uns gerade überhaupt verflucht? Oh, sehr komisch. Oh. Also es kam mir fast so vor, als wenn es aus Distanz gemacht worden wäre, was ja eigentlich gar nicht gehen sollte. Sofern ich weiß. Ganz schön viele. Hopp, komm, schieß. Oder Feuerball. Und der fliegt jetzt hier einmal durch. Das ist interessant. Jo. Hallo, Feuerball. Heilen. Ihn. Und entfluchen tun wir ihn auch mal, nur für den Fall, dass Fluch auch Angriff beeinflusst. Oh, wir haben schon Level up. Gucken wir mal ganz kurz. Angriff 16, Schaden 17 bis 26. Fluch entfernen. 16, 17 bis 26. Nö. Also Fluch scheint echt nur Zauber zu beeinflussen. Springen. Wow, wow, wow. Nicht gleich Talana umhauen. Das ist nicht nett. Die ist wichtig. Die kann ganz dolle zaubern. Slay K.O. Okay, stopp. Ja, die sind schön weit weg. Können wir sie auch treffen? Ja, können wir. So, da kommt ein Trupp an. Mit zwei Skelett-Lords. Zaubern. Na, das könnte knapp werden. Oder auch gar nicht aufgehen, weil sie jetzt direkt vor uns stehen. So, kaputt, kaputt, kaputt. Oh, da sind zwei von diesen Messdienern. So, mach kaputt. Lauf, 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 lauf. So, wir würden gerne raus. So, Feuerball ist durch. Ausgang ist da hinten, wo der Feuerball die ganze Zeit hinschießt. Spring, spring. Also es geht nicht ganz so... Wow, das war der doofe Feuerball. Es ging definitiv nicht so auf, wie ich es mir gedacht hatte. Ich dachte mir, wir buffen uns hoch, gehen da rein und bringen die paar Gegner, die noch über sind, um. Es sind nur doch ein paar mehr. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich gut Geld ausgeben müssen für das Wiederbeleben von Mürrem. Und dann das Ganze aber nochmal machen. Herr Tempel ist echt garstig. Aber ganz kurz.
Ja, nur Gerungen und Mürrum haben Stufenaufstieg. Und zwei Stufenaufstiege werden das Ganze nicht sehr viel einfacher machen. Ist schon echt ein zäher Brocken. Zum Verkaufen haben wir nichts. Hier ist der Tempel. Also drückt die Daumen, dass es nicht so teuer wird. Aua. Das tut wirklich weh. Also wir hatten 6000 Gold oder so. Dann sind wir gestorben, weil Gerugon nicht genug aushält bei dem Ausfall, den wir gemacht haben. Dann haben wir wieder 1600 zusammenbekommen durch das Verkaufen von irgendwelchen Sachen. Und jetzt sind es 1000 davon schon wieder weg. Füllen, schlafen. Und unsere NPCs sind auch weg, fällt mir gerade auf. Piraten, Heiler, Flötenspieler, nee. Lehrer klingt gut. Schriftgelehrter, was machst denn du? Identifizieren, huh? Nö, die kann gar nichts. Schriftgelehrte, Lehrerin. Wie geht's? Du bringst 10% Erfahrungspunkte. Jo, du kommst mal mit. Alchemistin, Mystiker. Schön, dass du da bist. 3 Punkte auf alle Zauberfähigkeiten. Anheuern kostet 1000 Gold. Schade. Weil dann hätten wir zufälligerweise genau die gleichen NPCs, die wir vorher auch hatten, oder? Ich glaube, wir hatten auch vorher einen Lehrer und irgendwas, das 2 oder 3 Punkte auf alle Zauberspruchfähigkeiten gab. Na gut. Buffs? Segen? Auge? Licht? Heldentum? Und töten. Au. So, ihr hier seid wichtig. Ihr macht nämlich viel Schaden. Oh, 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 oh. So, da war der Feuerball. Der trifft mich auch viel zu häufig. So, rundenbasierend. Töten, töten, heilen. Heilen sie. Schießen, töten, töten, töten. Töten, töten, töten. Heilen. Töten, 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 töten. Und dran sind sie. Einer kaputt. Du hältst noch eine ganze Ecke aus. Und da kommen noch ein paar Freunde von dem. Okay. Weg mit dir, weg mit dir. Ich glaube, wir sollten uns mal kurz zurückziehen. Und den doofen Magier da umbringen. Genau. So, dich auch noch. Lauf, 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 lauf. Enter. Oh. Für so einen Haufen Knochen sind die ganz schön schnell. Oh. Na gut, prügeln wir uns einmal durch. Klappt ja auch so ganz gut. Dank Heldentum. Und Segen und überhaupt. Oh, da ist ein Roter. Da zauber ich zwischendurch nochmal. Zwar mit dir. Hau, hau. Sehr schön. Das sieht doch gleich viel aufgeräumter aus. Und du auch weg. Ganz viel Zeug zum Plündern. Sehr schön. Und da will ich endlich in die verdammte Schatzkammer. So, du plünderst bitte. Du hast mich ja meist Glück. Zing, zing, zing. Kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Na, geh weg. So. Der Feuerball fliegt von Osten nach Westen. Also da durch.
Genau hier. Da war. Sehr gut. Zing, zing, zing. Warten und schlafen. Ne? Nein. Ich habe echt kein Glück in diesem Tempel. Aber das ist mir jetzt einerlei. Ich versuche einfach von denen wegzukommen und irgendwo in der Ecke nochmal zu schlafen. Was ein bisschen schwer werden könnte, denn das Ganze überlappt sich hier, aber vielleicht hier im großen Raum. Es ist kein bisschen verfänglich oder so, in einem riesigen Saal in der Mitte sich hinzusetzen und zu schlafen. So. Ihr seid Helden. Auge, Fackellicht. So. Schatzkammerschlüssel. Rechts. Hoffen wir mal, dass das Richtige ist. Vielleicht kann man auch nur eine von beiden Türen aufbekommen. Das wäre nicht so schön. Aber ich denke mal, es wird nur eine sein, die man öffnen kann mit dem Schlüssel. Und da drin ist dann der Schlüssel für die andere Seite, da man nochmal ganz rüberlaufen muss. Und da ist dann der Schlüssel für... Da. Tür ist verschlossen. Na gut, wissen wir wenigstens, dass es jetzt die andere Tür ist. Und wir haben 999 Gold. Wir brauchen 1000 für den anderen NPC. Und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Weil plus 3 zu allen Zauberfähigkeiten. Also sowohl elementar als auch klerikal. Das ist unschlagbar. Außer durch den NPC, der plus 5 auf alles gibt. Wobei die Mischung aus plus auf alle Zauberfähigkeiten und Lehrer finde ich eigentlich auch ganz schick, damit wir schneller aufleveln. So, drück die Daumen. Jo. Ich hab's. Und Geläuteharmonie plus Schlüssel. Schatzkammerschlüssel. Ich weiß nicht. Aha. Was so könnte man benutzen, ne? Genau, du mal zu Girogon. Aha. Du mal weg. Sehr schön. Du machst plus 9, du machst plus 6. Du machst plus 7, du machst plus 8. Auch wenn du ganz schön mickrig aussiehst. Jetzt können wir Musik machen. So, hier ist sonst nichts. Okay. Das heißt, da es wieder ein Schatzkammerschlüssel ist, wird es für die andere Seite sein. Und da ist dann ein Schlüssel für das letzte Ding und dann raus hier. Also es ist ein sehr interessanter Dungeon, kann man nicht sagen. Mit dem Hin- und Hergelaufe und den spawnenden Gegnern im Rücken und den richtig, 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 richtig vielen Gegnern. Aber ich freue mich auf jeden Fall gleich, dann die Diebeshöhle, die Quatsch, die Dragonerhöhle nochmal anzugehen. Weil da ist das Ganze halt ein bisschen kompakter und wir kommen schneller ans Ziel. Denn ich würde ganz gerne das Gebiet hier abschließen. Denn danach öffnet sich die Welt noch wesentlich weiter. Wow, okay. Das ist mal eine richtige Schatzkammer. Mit sehr symmetrisch angeordneten Beuteln. Da muss jemand sehr viel Spaß gehabt haben. Wobei normalerweise so eine Person wahrscheinlich auch die Beutel so gemacht hätte, dass in jedem Beutel gleich viel Gold ist. Aber nee. So, schön dran denken, auf dem Rückweg haben wir noch ein paar Jungs, die gespawnt sind. Aber die dürften kein Problem sein. Genau, du zum Beispiel. Der Feuerball wäre eh ein Problem, weil das vergesse ich immer und immer wieder. Zumal er jetzt ja auch ganz durchfliegt. Na komm, schieß. So, wo war... Da war Norden. Oh, hallo. Na komm. So. Also Norden und dann westliche Tür. Schlüssel hast nicht du? Ich kann nichts machen. Nee. Er braucht definitiv Experten im Reparieren. Aber wer hat den Schlüssel? Es war gar kein Schlüssel da. Achso, waren wir hier jetzt schon? Jo, waren wir. Okay, falscher Alarm.
Das heißt, wir können endlich raus hier. Wir haben alles erledigt. Osten ist die Tür. Alle, hopp. Zing. Und raus. So, wer wollte das Geläut der Harmonie haben? Aus dem Tempel von Paar und geht damit zum Rathaus in Neusorpigal zurück. Okay, das heißt, ich speichere jetzt kurz ab und danach machen wir uns auf den Weg nach Neusorpigal und geben das ab und dann gucken wir weiter. Also, bis gleich.